Nachdem wir im Dezember 2019 unser Haus in Schweden gekauft haben, war ich im Mai 2020 zum ersten Mal alleine vor Ort und habe mir dort alles angeguckt und habe Aufnahmen mit dem Handy gemacht, um das Moni und unserer Familie dann von dort aus zu schicken. Diese Aufnahmen sind die ersten Aufnahmen, die wir für den Kanal Blockhaus Mallung überhaupt gemacht haben. Leider ist alles stark verwackelt und deswegen haben wir diese Videos noch einmal bearbeitet, stabilisiert und ein neues Video rausgemacht. Jetzt öffnen wir gemeinsam die Tür und wenn man in den ersten Raum reinkam, dann war dort gleich eine Wand. Man guckte quasi vor die Wand wie ein kleiner Vorraum und oben war eine Decke auf dem Balken aufgelegt mit losen Brettern. Das diente zurzeit als Abstellfläche und dort lagen viele alte Zeitungen, gewebte Teppiche. Der Blick in das jetzige Wohnzimmer, die Türhöhe damals original war so bei 1,50 Meter. Die aufgestellte Wand mit den Balken diente dazu, einen kleinen Küchenraum zu bilden. Dieser hatte ungefähr eine Deckenhöhe von 1,60 Meter. Im Wohnzimmer standen zwei typische Dalarna-Betten, ein Tisch, eine Bank und ein paar Stühle. Man sieht hier auch noch die alten Fenster, so ein Etagenbetten. Der alte Kamin, der Durchgang zu dem Küchenraum, den wir mit alten Bohlen verschlossen haben. So, jetzt haben wir noch die andere gute Stube. Diese Scheune wird in diesem Jahr zum Gästehaus ausgebaut. Ein altes Panzerschloss hier. Wir hatten bei der Besichtigung leider nicht die Schlüssel für die Scheune und auch nicht die Möglichkeit, in die Abstellräume reinzugucken. Wir haben lediglich das Haus von innen gesehen und das ist jetzt hier das erste Mal, wo wir überhaupt die Scheune öffnen. So, Wespennest. Und hier liegen noch Dachteile, Werkzeug und so weiter. Alles viel zum Stöbern. Ansonsten alte Werkzeuge, eine alte Kinderwiege, alte Fässer. Und jede Menge altes Werkzeug. Das ist der Anbau hinter dem Haus, die zweite Tür neben dem Haupteingang. Und hier sieht man, wie hoch das eigentlich ist und dass die andere Decke von der Küche dann einfach nur draufgelegt ist. Werkzeuge, alte, eigentlich alles da. Dies ist die zweite Scheune, die wir mittlerweile zum Holzlager umgebaut haben. So, dann hatten wir hier noch geguckt, was hier war. Ich weiß gar nicht, wie man da reinkommt. Da muss ich morgen mal schauen. Alles alte Werkzeuge und solche Geschichten, alte Bauernsachen. Ach so, als ich hier angekommen bin, da war hier ein Kranich auf dem Grundstück. Hier der Stall ist zu.
Hier ist auch alles voll Müll drin. Ich weiß gar nicht, ob das war, als wir uns das angeguckt haben. Wenn ich ehrlich bin. Hier ist Bauschutt und alte Steine. Hier ist ein Baum umgekippt, komplett. Da hinten auch. Ich hoffe, die kleine Zeitreise hat euch gefallen und wir verabschieden uns nach dem Intro noch mit einigen schönen Winterbildern.